Ja, liebe Freunde der hamburgischen Geschichte und des Zeitalters der Aufklärung, ich möchte Ihnen heute ein Buch vorstellen und nahebringen. Hier ist es. Ich möchte Ihnen nach Möglichkeit Appetit auf die Lektüre dieses Buches machen, das ich im vergangenen Monat, Ende März, im Wallstein Verlag in Göttingen veröffentlichen konnte. Es ist dieses Buch eine Biografie mit dem Titel Johann Bernhard Basedow, Aufklärer, Pädagoge, Menschenfreund. Und erschienen ist dieser handliche, 200 Seiten umfassende Band in der Reihe Hamburgische Lebensbilder, herausgegeben vom Verein für Hamburgische Geschichte. Es handelt sich bei diesem Band um eine kompakte und ich denke auch gut lesbare und dennoch detailreiche und ich meine auch originelle Lebensbeschreibung eines gebürtigen Hamburgers, eben des Erziehungsschriftstellers, Schulreformers und Aufklärers Johann Bernhard Basedow, der das 18. Jahrhundert im Grunde fast ganz durchmaß, seine Lebensdaten sind 1724 bis 1790, er lebte also fast bis an die Schwelle des 19. Jahrhunderts. Und Basedow prägte das Jahrhundert, in dem er lebte, das 18. Jahrhundert, sehr. Wie, ich meine, nur wenige das geschafft haben. Zu seinen vielen Verehrern zählten im 18. Jahrhundert der Königsberger Philosoph Immanuel Kant, der die von Basedow vorgenommene Verbesserung der Schulen und des Unterrichts in Deutschland für so bedeutsam und wegweisend hielt, dass er tatsächlich sagte, dass die Wirkung, die von Basedows pädagogischen Reformen hervorging, auf eine Stufe zu stellen sei mit der Wirkung der Französischen Revolution. Das war tatsächlich Immanuel Kants Vergleich. Und auch Goethe schätzte Basedow wegen seiner großen Belesenheit und auch, weil dieser mit großen Geistesgaben glänzende Mann einer der wichtigsten und erfolgreichsten Verfechter der religiösen Toleranz war. Das war eine unverzichtbare Tugend im 18. Jahrhundert, die Goethe auch als Losung der besten Köpfe des Zeitalters der Aufklärung bezeichnete, einmal in einer seiner Schriften. Ja, wenn man von Goethe und Kant zugleich gefeiert wird, mehr geht wohl nicht. Und Basedow war im 18. Jahrhundert tatsächlich einer der Stars der Aufklärung. Zwischen 1760 und 1780, in diesem Zeitraum, war er wirklich einer der führenden deutschen Aufklärer. Sehr weitgehend bekannt im Land. Heute, muss man aber sagen, ist sein Name nicht mehr so geläufig, den meisten von uns jedenfalls nicht. Wenn wir an beispielsweise Lessing denken oder Mendelssohn, oder auch beispielsweise Klopstock, könnte man denken. Allesamt Philosophen und Dichter, mit denen wir etwas verbinden können, wenn diese Namen genannt werden, die uns in der Regel mehr und auf Anhieb sagen, die sind Basedow voraus im Bekanntheitsgrad. Im Vergleich dazu ist Basedow doch eher in den Hintergrund getreten. Man kann nicht mehr allzu viel in der Regel die meisten jedenfalls mit ihm verbinden. Und die Frage ist, wie konnte es kommen, dass jemand, der im 18. Jahrhundert ein so großer Star unter den Aufklärern war, dann doch weitgehend in den Hintergrund getreten ist, im Vergleich zu diesen anderen genannten, wie Lessing, Klopstock, Mendelssohn, Goethe, Kant. Ich würde sagen, dass die im 18. Jahrhundert gefeierten Aufklärungspädagogen, so wie die Aufklärung insgesamt im 19. Jahrhundert, deswegen in Misskredit geriet, da fing das an, weil in dieser Zeit stramm nationalistische Philosophen, wie beispielsweise Johann Gottlieb Fichte in seinen berüchtigten Reden an die deutsche Nation, die Aufklärung insgesamt, nicht nur die Aufklärungspädagogik, sondern die Aufklärung insgesamt, für den Untergang des Reiches im Jahr 1806 verantwortlich und haftbar machten. Den Aufklärern wurde vorgeworfen, verantwortlich zu sein für die mangelnde Wehrhaftigkeit gegenüber den Franzosen und ihrem Kaiser Napoleon, weil sie ein kosmopolitisches Gedankengut in die Welt gesetzt hätten mit einer angeblich falschen Offenheit für eine Erziehung, die auch das Fremde anerkannte, die verunglimpft wurde für eine Erziehung zur Weichheit, als eine Erziehung zur Weichheit, zur Schlaffheit und als eine Pädagogik des spielerischen Unernstes. Das findet man auch als Vorwurf unter den deutschen und später deutschnationalen Pädagogen des 19. Jahrhunderts. Also
Weltbürgertum war im 19. Jahrhundert nicht mehr so sehr gefragt, Deutschtum dafür umso mehr. Lernen sollte nicht mehr mit Spaß verbunden werden, sondern in erster Linie durch Schweiß und Anstrengung gekennzeichnet sein und so weiter und so fort. Eigentlich hat sich diese Absetzung von der Aufklärung und der Aufklärungsbewegung in Deutschland bis 1945 durchgehalten. Und erst nach 1945 mit dem Neustart der Bundesrepublik Deutschland und ich meine insbesondere seit den 1970er Jahren steht die Aufklärung wieder in einem Ansehen in unserem Land und es gibt entsprechend auch eine sehr erfolgreiche Aufklärungsforschung. Und dass das so ist, dass die Aufklärung gefragt ist und die Beschäftigung mit der Aufklärung bei uns auch wirklich in Blüte steht, das zeugt von einer, und das ist erfreulich, liberalen Grundhaltung, die sich in der Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland im Klima der Gesellschaft doch deutlich bemerkbar gemacht hat. Bei der Wiederentdeckung des internationalen Zivilisationsideals, des Weltbürgertums nach 1945 aber, war Kant als Stichwortgeber gefragt. Natürlich auch als derjenige der Mündigkeit, als Wert und eigenverantwortliches Handeln, als Prinzip der Aufklärung, wie kein zweiter definierte. Und ja, wir sind alle in der Schule, das unterstelle ich mal, konfrontiert worden mit Kants Aufsatz Beantwortung der Frage, was ist Aufklärung? Und genauso, wer sich mit der religiösen Toleranz befasste und versuchen wollte herauszufinden, was die Aufklärer da zu bieten hatten, griff wahrscheinlich in erster Linie und zunächst zu Lessings Nathan der Weise und las die Ringparabel. Auch für mich war das, Nathan der Weise und Lessing, Schullektüre. Basedow kam da nicht vor. Offen gestanden habe ich persönlich Basedow erst recht spät wahrgenommen. Doch seit ich seine Schriften das erste Mal intensiv las, das ist jetzt ungefähr 20 Jahre, liegt das zurück, hat Basedow mich nicht mehr losgelassen. Ich betreibe seit etwas über 20 Jahren nun professionell Aufklärungsforschung. Ich bin jetzt auch amtierender Präsident der Deutschen Gesellschaft für die Erforschung des 18. Jahrhunderts und ich habe ganz verschiedene Bücher über nicht eben unwichtige Charaktere des 18. Jahrhunderts geschrieben oder veröffentlicht, zum Beispiel über Friedrich den Großen, Benjamin Franklin, George Washington, auch Montesquieu, William Penn. Und ich muss doch sagen, und vielleicht erstaunt Sie das, dass im Vergleich Basedow für mich der vielleicht interessanteste, jedenfalls typischste Repräsentant der besten Prinzipien des Aufklärungszeitalters ist im Vergleich und der mir persönlich auch sehr ans Herz gewachsen ist. Und deswegen bin ich auch sehr froh und dankbar, dass ich, nachdem ich Basedow in den letzten Jahren schon sehr viele Einzelstudien widmen konnte, dass also nun der Verein für Hamburgische Geschichte mir die Gelegenheit bot, in der Reihe Hamburgische Lebensbilder eine vollständige Biografie dieses erstaunlichen Mannes zu publizieren. Und es ist diese Biografie nun die erste wissenschaftliche Biografie Basedows seit etwa 100 Jahren. Wenn Sie also, ich zeige das nochmal gerne hier, dieses Buch, wenn Sie zu diesem Buch greifen, welchen Menschen lernen Sie da kennen? Zunächst einmal, und das ist mir wichtig, das zu sagen, lernen Sie einen humorvollen Mann kennen mit Witz und Spiellaune. Das Buch setzt ein mit einem Prolog, der von einer Sommerreise, die Basedow und Goethe gemeinsam im Jahr 1774 unternahmen, berichtet. Goethe und Basedow verbrachten eine ziemlich lustige gemeinsame Zeit im Kurort Bad Ems und sie übertrafen sich beim Necken und Veralbern der Kurgäste. Goethe schrieb in seinen Erinnerungen, Basedow und ich schienen zu wetteifern, wer am unartigsten sein könnte. Das gefällt mir sehr, sehr gut, dieser Satz, und er deutet ein bisschen an, was auf dieser Sommerreise die beiden miteinander trieben. Aber auch Meta Klopstock, eine ganz andere Persönlichkeit, die leider viel zu früh verstorbene Frau von des Dichters Klopstock, die mochte Basedow sehr und amüsierte sich königlich über seinen ja etwas rauen Hamburger Witz. Dann lernen Sie in diesem Buch auch Basedow als Menschen kennen, der eben wegen seiner eigenen Spiellaune das Lernen für Kinder in der Schule angenehm, spielerisch, fröhlich machen wollte. Und dabei orientierte er sich methodisch vielfach an den Vorschlägen und Vorgaben, die schon John Locke in seinem Buch Some Thoughts Concerning Education ausgeführt hatte, die
Basel dann aber eigenständig weiterentwickelte. So setzte zum Beispiel der Lateinunterricht, die ersten Anfangsstunden des Lateinunterrichts bei ihm mit, ja, man kann sagen, spaßigen Lockerungsübungen ein, in denen auch lateinische Tierlaute eine Rolle spielten, in denen überhaupt Latein gesprochen wurde, mit Mut zu Fehlern, aber eben vor allem auch mit Freude, um die Klangschönheiten dieser Sprache zu entdecken, lange bevor man sich mit den grammatischen Übungen beschäftigte. Der Lateinunterricht bei Basu sollte, um es lateinisch zu sagen, Gaudium sein, zu Deutsch also Freude, Vergnügen oder bayerisch-lateinisch eine Gaudi. Das hat sich Basel so vorgestellt und er hat eben den Lateinunterricht auch entsprechend so entwickelt. Spielerischer Unterricht. Sie lernen bei Basel dann aber auch, wenn Sie diese Biografie über Basel lesen, einen Mann kennen, einen begabten Pädagogen, der in Dänemark, Altona, Dessau und Magdeburg, das sind die Stationen seines Wirkens, seine Wirkungsorte, der dort zahlreiche Schulen reformierte, mit einer ganz erstaunlichen Vorbildfunktion für viele, viele Schulen in ganz Europa. Sie lernen also neben diesem hochbegabten und engagierten Pädagogen einen Mann kennen, der, und das ist mir fast das Wichtigste, ich würde sagen, wie kein Zweiter, sich einsetzte für eine radikale religiöse Toleranz. Und der dieses Ideal dann auch in den Schulen, gerade im Religionsunterricht, zu vermitteln suchte. Er verlangte schon in der Mitte des 18. Jahrhunderts, und das ist eben lange bevor, viele Jahre bevor Lessing und Kant sich in dieser Hinsicht äußerten, und er verlangte auch noch viel grundsätzlicher als diese beiden, dass sich Christen aller Konfessionen, Juden, Muslime, ja auch Hindus und Buddhisten gegenseitig akzeptieren sollten. Alle sollten, so wollte das Basedow und forderte er das ein, die gleichen Bürgerrechte erhalten. Ich habe zum Beispiel Basedows Ausführungen über den Islam aus einem von ihm herausgegebenen, verfassten Schulbuch aus dem Jahr 1774 mit einigen meiner Studenten in Münster, die zukünftig islamischen Religionsunterricht erteilen, gemeinsam gelesen. Und diese Studierenden waren sehr erstaunt darüber, wie fair und kenntnisreich Basedow den Islam darstellte. Das ist nur ein Beispiel. Also eine große Weite und ein großes Verständnis für die unterschiedlichen Religionen, die es in seiner Zeit gab. Und Basedow warb also für die gegenseitige Akzeptanz der unterschiedlichen Religionen und das Religionsgespräch, das friedliche Religionsgespräch im Austausch, wo man gemeinsam versuchte, das Beste oder vielleicht auch Verbindende der unterschiedlichen Religionen zu finden und darüber eben nachzudenken und einen gemeinsamen friedfertigen Weg daraus zu entwickeln, des Zusammenlebens. Also religiöse Toleranz, radikale Gewissensfreiheit, spielerisches Lernen, ein fröhlicher Unterricht und übrigens auch die Förderung der Bildung von Mädchen und Frauen. Das sind alles Punkte, die für Johann Bernhard Basedow von entscheidender Bedeutung waren und die für uns in einer freiheitlichen Gesellschaft heute immer noch von einer ganz großen Bedeutung sind. Wir sollten also Basedow, finde ich, lesen. Wir können eigentlich nicht genug von ihm lesen und wir sollten ihn aufs Neue entdecken. Er hat uns noch immer sehr viel zu sagen und die Beschäftigung mit ihm zeigt dann eben auch, was wir der Aufklärung zu verdanken haben. Das Buch, das ich hier geschrieben habe, versucht also Basedow in den Kontext der Gespräche, der Diskussionen, auch der gesellschaftlichen Entwicklung vorzuführen, um zu sehen, was in diesem Zeitalter in Europa, aber auch außerhalb Europas so passierte. Also es gibt ein Kapitel zum Beispiel auch, in dem ich versuche zu zeigen, welche Bezüge Basedow zu Nordamerika hatte, zu Benjamin Franklin und dem Entwurf eines neuen demokratischen Staates, der dort ab 1776 dann eben Souveränitätsrechte erwarb im Unabhängigkeitskampf gegen das Mutterland Großbritannien. Mit meiner Basedow-Biografie würde ich gerne Begegnungshilfe leisten und dazu beitragen, dass viele von Ihnen Basedow etwas näher kommen und sich für ihn interessieren. Und ich hoffe also, dass ich das in meiner Biografie, wo ich versucht habe, das Leben spannend, unterhaltsam, aber eben auch informativ zu schildern, dass ich also diesen Mann und das Interessante an ihm vor dem Leser und der Leserin ausbreiten konnte. Ja, ich hoffe, dass meine kleine Bewerbung des Buches Ihnen Appetit gemacht hat, Ihnen als
Appetizer, wie man neudeutsch sagt, Lust gemacht hat, die Lektüre des Buches anzugehen. Und es ist nicht nur die Lektüre hier interessant, um das abschließend zu sagen, sondern das Buch ist auch reichhaltig bebildert. Es gibt einige Zeichnungen des Künstlers Daniel Nikolaus Kolowiecki, die ich in Berliner Archiven gefunden habe und die hier jetzt auch als Illustration diesen Band bereichern. Ein Künstler, mit dem Basedo zusammengearbeitet hat. Das sind reizende Zeichnungen und Darstellungen mitunter. Und also auch diese Illustrationen, diese vielen, vielen Bilder bereichern dieses Buch. Und ich glaube, dass Leserinnen und Leser, die dieses Buch in die Hand nehmen und lesen, viel Freude damit haben. Das wünsche ich jedenfalls. Und insofern bleibt mir jetzt an dieser Stelle nur noch zu sagen, tschüss.